Was geht ab, meine Z-Fighter? Ozer hier mit einem weiteren Video zu Dragon Ball Z Dokkan Battle. Es gibt eine neue Celebration im globalen Dokkan Battle, nämlich Lunar New Year Celebration. Wir schauen uns ganz kurz bzw. die Information ausführlich an, um es besser zu sagen. Ich habe das Ganze gepostet auf Twitter, das sind Ingame News natürlich und außen vorweg, Leute. Ich habe hier die Zeiten gepostet. Ganz wichtig für euch, damit ihr auch in Zukunft Bescheid wisst. Die Zeiten, die in PCT gelistet sind, sind die Ingame-Zeiten, das sind die Zeiten von USA quasi, mehr oder weniger. Und unsere Zeiten poste ich dann natürlich mit unserer Uhrzeit. Ich schreibe dann dahinter Uhr dran. Und das ist dann die Zeit, die für uns zählt, die deutsche Zeit. Damit ihr da auf jeden Fall Bescheid wisst. Anyways, gucken wir uns das Ganze mal an, was uns bevorsteht. Nämlich, wir haben einen neuen Login-Boni, werden wir uns gleich näher anschauen. Neue Celebration, neue Missionen hat angefangen. Die neuen Missionen kommen erst morgen um 1 Uhr nachts online. Dragonstone Sale ist online, könnt ihr euch gerne mal angucken, was ihr euch da holen könnt und ob ihr euch da was da holen könnt. Vegito ist schon online, wenn ihr euch das Video anguckt, wenn das Video online kommt. Sein Banner, wir gucken uns auch gleich an und stellen uns die Frage, ob ihr das summonen solltet auf jeden Fall. Kommt gleich Näheres dazu. Sein Dokkan-Event ist auch neu dabei, beziehungsweise Stage 3 ist hinzugekommen zum alten Agility-Dokkan-Event. Gucken wir uns auch gleich näher an. Ausführliches Video dazu kommt dann natürlich auch. Gameplay-Video dazu, ein Guide, beziehungsweise Super Battle Road. Super Battle Road startet am 14. Februar 37 unserer Zeit. An der Stelle heute Abend im Stream ab 19 Uhr werde ich euch Tipps und Tricks zum Super Battle Road geben, Teamguides und so weiter und so fort. Diejenigen, die da nicht Bescheid wissen, schalten auf jeden Fall dann ein für nähere Informationen zum Super Battle Road. Aber LR Vegito Blue kommt endlich nach lang ersehnter Zeit. Er wird am 14. Februar 37 unserer Zeit auch online sein mit den Supreme Kai Missionen, mit neuen Supreme Kai Missionen, von denen wir uns die nächsten bzw. alle Potara Ohrringe bzw. Potara Medaillen holen können, um ihn zu erwecken. Ich denke, da wird auch der letzte Vegito Dupe kommen im Barbershop. Viele von euch meinen vielleicht, da kommen wahrscheinlich zwei, damit wir noch einen haben, ihn auf SC bringen können und dann den LR Vegito auf SC20 bringen können. Ich sag dann nein. Warum nein? Denn wenn die Mission rauskommt, dann haben wir quasi nur 100 Potara Medaillen zur Verfügung und wir bräuchten aber noch weitere 200, beziehungsweise noch weitere 100, damit wir insgesamt 200 haben, nach der Logik von diejenigen, die das wahrscheinlich meinen, dass sie dann einen nochmal nehmen können, auf SC10 bomben können, den dann Free-to-Play quasi auf SC20 bringen können. Ich sage da, wie gesagt, nein, weil da ganz klar die Medaillen fehlen. Aber ist auch nicht schlimm, also Erdakai könnt euch auch farmen aus dem Barbershop quasi mit dem Supreme Kai Stones. Deswegen, Leute, freue ich mich auf jeden Fall darauf, wenn Super Vegito kommt, LR Super Vegito Blue. Natürlich, ein ausführliches Video wird dazu auch kommen, wie ihr da alles richtig macht. Kategorie Banner wird online kommen, Majin Buu Saga, gucken wir uns gleich an, wann das Ganze online kommt. Und zwar am 15. Februar 37 unserer Zeit wird der Kategorie Banner zum Majin Buu Saga, denn Vegito ist ja der Leader davon. Sind auch alle LRs drin, aber ja, ob man das haben sollte oder nicht, ist jedem selbst überlassen. Ja, da ist so ein Dokkan Festival Exclusive Banner wie der von Vegito deutlich besser. Dann kommt noch ein Banner am 17. Februar 37 unserer Zeit. Das ist der Banner von Universum 6 bzw. der Banner zur Vorbereitung zum Universal Survival Arc. Heißt, wenn dann die Charaktere kommen von jedem Universum quasi mehr oder weniger. C17, Toppo, Fitbu, Toppo, wie gesagt, Bergamo. Heißt, es ist nicht der Banner von Kefla. Also ja, damit ihr da Bescheid wisst. Und Universal Survival Saga Story Event kommt nun endlich auch. Das Ganze kommt auch am 17. Februar 37 unserer Zeit. Aber das wird wie ein JP sein, dass quasi erst dass Stages hinzugefügt werden. Heißt wiederum, dieser Goku ist zwar der Uigoku der Farmere, die Farmere ist für Uigoku der Free-to-Play physisch Uigoku. Aber zu dem Zeitpunkt werden wir wahrscheinlich nicht awaken können. Sein Awakening wurde auch gedetermined, beziehungsweise Uigoku, die Farmare, kommt am 3. März, also nach der Celebration. Heißt, es wird den JP laufen. Erstmal kommt diese Stage mit dem Uigoku, dann kommt Teil 2 mit Golden Freezer und Uigoku quasi. Und das wird dann quasi Anfang März der Fall sein, wenn Vegito auch offline ist, wenn die Celebration offline ist und dann quasi Angel Golden Freezer eigentlich als nächstes kommen sollte. Und mit dem Release von Angel Golden Freezer sollte dann auch Angel Golden Freezer, der Free-to-Play, hier kommen und die Farmare SA von Uigoku. Gut, Time Attack Missionen kommen, das wären quasi
Supreme-Key-Mission für Dokkan-Events sein. Heißt, wir können aus den Dokkan-Events, wenn wir bestimmte Bedingungen erfüllen, in einer gewissen Zeit schaffen, mit einem Team schaffen und so weiter und so fort, bekommen wir da die Nimbus-Medaillen, die Jindu-Jun-Medaillen. Diese brauchen wir unter anderem, um Charaktere Dokkan zu awaken. Und diese Charaktere sind dann zum Beispiel dieser Rage Goku Strength und Super Vegeta. Und mit dem Banner hier am 22. Februar 37 wird auch LR Mighty Mess kommen. Wie es aussieht, nicht gefeatured in einem Double Raid Banner, so wie es in JP war. Und dafür brauchen wir dann eben diese Nimbus-Medaillen. Trunks Story Event wird auch online kommen, wieder am 22. Februar 37 unserer Zeit. Und das lässt mich hoffen bzw. denken, dass der Free-to-Play Trunks der Int von hier noch ein weiteres Awakening bekommen wird mit dem Release des Story Events. Triple Experience sind auch schon online, Barbershop 30% sind auch schon online, alles klar, sehr cool. Login Boni können wir uns ganz mal angucken. Wir bekommen quasi zum allerersten Login, wenn ihr euch einloggt in dem Event zur Celebration, bekommt ihr 10 Stones, ein Elder Kai und eine Herkules-Statue. Also checkt auf jeden Fall eure Giftboxen. Dann bekommen wir jeden Tag ein Stone, das geht bis zum 3. März. Hört sich vielleicht wenig an, aber ihr dürft nicht vergessen, dass wir parallel noch eine Celebration am Laufen haben, die Training-Celebration, wo wir die Charaktere quasi trainieren. Das Ganze läuft bis 18. Februar, glaube ich, ist das der Fall. Heißt, wir bekommen von dort täglich Stones durch die Mission von hier. Mission werden noch hinzukommen ab morgen früh 1 Uhr nachts. Sollten wir über eine Woche zumindest jeden Tag 5 Stones bekommen ungefähr. Ist gar nicht mal so schlecht, durch die Mission und durch die Login-Boni. Zudem ganz kurze Info, das Event hier habe ich schon längst gemacht gehabt, aber das wurde bei mir geresettet. Bei mir zumindest, bei Anski zum Beispiel, auch Shoutout an Anski, bei anderen aber auch nicht, die das hier kommentiert haben. Was heißt geresettet? Heißt, das Event wurde komplett zurückgesetzt und dies wiederum hieß für mich, ich konnte wieder die Jank-Stones erfahren. Das waren 18 Jank-Stones von der Stage und 3 von den Missionen, heißt 21. Diejenigen, die das betroffen hat, mag das auf jeden Fall und vergesst das nicht. Genau. Neue Stage von Vegito ist online. Wie gesagt, für ihn braucht ihr für den neuen, das sind die neuen Medaillen, 77, um den neuen zu awaken. Und offiziell ist auch quasi dieser Vegito angekündigt, dass der auf Stage 1 droppt. Und genau, ausführliches Video zu ihm wird natürlich auch kommen. Der Link Skill Fierce Battle ist da sehr hilfreich, denn er macht vermehrt Schaden gegen ihn und verringert seine Verteidigung. Und Vegito's Banner ist auch online. Das Ganze schauen wir uns dann genauer an quasi und stellen uns jetzt die Frage, ob ihr für ihn sammeln solltet. Charakter an sich ist wirklich 1A. Er ist der Majin Buu Saga Leader, ein weiterer Kategorie Leader, gibt der Kategorie Ki plus 3 HP und Def 170% auf den Angriff 130%, macht immense Damage und erhöht 30% den Angriff von unseren Alliierten für eine Runde nach seiner Ulti. Passive ist sehr gut geklärt, das ist sehr balanciert. Lass mich kurz die Passive vorlesen und dann sagen warum. Damage Reduction Skill heißt, jeden Schaden, den er durch normale Angriffe bekommt, wird um 50% gesenkt. Damage Reduction Skill minus 50% auf Normal Attacks. Er kontert sie mit Tremendous Power, Kontermechanik wie er gilt die Super Vegito und bekommt zusätzlich 10% jedes Mal auf seinen Angriff, wenn er angegriffen wird. Das Maximum ist 100%. Vielleicht denkt jeder, ja wow, 10% die ganze Zeit, bis ich auf die 100% komme, dauert das. Aber Leute. Wir haben den besten Vergleich und zwar Agility Super Vegito. Agility Super Vegito ist wirklich eine lange Zeit lang, ist immer noch quasi einer der besten Charaktere und er ist ein Charakter, der verdammt guten Schaden macht, weil er quasi der erste Charakter war mit der Kontermechanik. Du hast ihn da hingesetzt, wo du oft angegriffen wurdest und der hat alles weggekontert. Er macht übertrieben gut Schaden, Agility Super Vegito. Und hier haben wir jetzt physisch Super Vegito, der wirklich ähnlich ist. Er hat nur von der Damage Reduction ein bisschen verloren, statt 70% wie der Agility hatte nur 50%, konnte alles ist gleich, aber zusätzlich hat er einen Angriffsboost. Ist euch das bewusst? Er hat einen Angriffsboost. Heißt, er macht verdammt nochmal weitaus mehr Schaden als der Agility Super Vegito und der macht schon sehr viel Schaden. Natürlich muss man in 10er Schritten das erstmal aufbauen, maximum 100%. 10er Schritten hört sich vielleicht wenig an, aber die Karte an sich, Leute, wie benutzt man ein Vegito? Man stellt ihn dahin, wo man sehr oft angegriffen wird, damit er alles kontert. Was er ja, das ist ja sein Hauptziel, zu kontern. Zusätzlich bekommt er dann noch 10% jedes Mal, wenn er angegriffen wird. Also wenn er zum Beispiel direkt immer 100% hätte, ohne diesen schrittweise Boost, das wäre zu OP. Die Karte wäre OP. Aber so haben sie es ganz gut balanciert hingemacht und so haben sie die Karte getroffen, wie es ist, nämlich eine Kontermaschine.
Sehr gut getroffen. Links hier Super Saiyan Prepared for Battle, Fuse Fighter, Power Best of by God, Infighter, Golden Warrior, Fierce Battle. Er ist in der Kategorie Majin Buu Saga und Potara. Also an sich wirklich 1er Charakter. Kann man für ihn auf jeden Fall schon summon. Wenn wir uns aber seinen Banner angucken, dann merken wir, nicht wundern, der Fusion Super Video ist natürlich auch gefeatured. Er ist nur quasi hier noch nicht gelistet auf DBZ Space. Aber wir haben mit ihm einen Kategorie-Leader und zwei Neo-Guard-Leader, der dreifache Gotenks und Kid Buu. Und das erhebt den Wert vom Banner auf jeden Fall deutlich. Also für den Banner könnt ihr auf jeden Fall summon. Objektiv betrachtet, die Free-to-Play-Spieler natürlich auch. Denn wenn ihr da ein, zwei gute Charaktere zieht, könnt ihr wirklich ein gutes Team bauen. Sei es ein Majin Buu Saga Team oder dann ein Super Physisch Team. Oder ein Extreme-In-Team quasi. Aus den Bannern bekommt ihr auch wirklich gute Charaktere, die gefeatured sind, mehr oder weniger. Auf diesen Ultimate Gorn und Kid Buu könnte man verzichten, vorsichtig ausgedrückt. Die anderen sind dann schon wirklich besser, zumal auch der physische Super-Vegetor. Also die Free-to-Play-Spieler können auf jeden Fall sammeln. Aber natürlich für alle anderen auch, ihr müsst in Zukunft natürlich bedenken, dass wirklich weitaus bessere Banner kommen werden. Für diejenigen geht das dann quasi an die raus, die sparen wollen. Zum Beispiel ein sehr guter Banner ist der Strength Rosé Banner oder der von Tech Vegito Blue. Dual Drucker Feste, danach kommt direkt LR Vegito und LR Gogeta, damit ihr das schon mal gehört habt und damit ihr euch vielleicht entscheiden könnt, ob ihr das sparen wollt oder nicht. Aber an sich, der Wert vom Banner ist wirklich gut und für den könnte man auf jeden Fall zusammen für die Charaktere. Genau. Ja, so viel zu dem Video, Leute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt den ganzen ein Like. Wir sehen uns das nächste Mal. Peace.